Kitty! Hallo, Corinna hatte da... Schon zurück? Warum? Komme ich zu früh? Ich, ja, Corinna... Betty, wärst du so nett, Klaus und mich jetzt bitte alleine zu lassen? Ob ich was? Ich muss los. Klaus! Aber interessant. Komm nicht auf die Idee, über irgendetwas, das hier vorgefallen ist, mit Paul zu sprechen. Ich lasse mich nicht wie ein Kind behandeln. Und Drohungen kommen bei mir überhaupt nicht gut. Aber. Wer spricht denn von Drohungen? Affentheater. So, Mom. Wir müssen jetzt los. Er ist wirklich bezaubernd. Ich habe mich sehr über einen Besuch gefreut. Ach, Schwester Heidemarie. Guten Tag. Och, mein altes Sabberschnitte. Was für ein süßes Baby. Hallo, darf ich mal? Natürlich. Ach, Mist, jetzt ist er gefallen. Oh. Jetzt ist das Unglück groß. Mein Schätzelein. Hallo. Warte. Ja, noch mehr davon? Muss der kleine Mann denn schon gehen? Der kleine Mann muss seine Festrede vorbereiten. Was für? Was muss er vorbereiten? Felix hat für seinen Geburtstag morgen alle seine Freunde und Freundinnen eingeladen. Ja. Und damit er sich auch gut um seine Gäste kümmern kann, muss er jetzt früh ins Bett. Ja. Als Gastgeber hat man nun mal gewisse Pflichten. Finden Sie nicht auch? Ja, ja, natürlich. Ja. Ciao. Tschüss. Mua. Tschüss, meine Lieben. Ciao, Mama. Ciao, Mom. Ciao. Gute Besserung. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr drei. Tschüss. Was für ein nettes Paar. Ja, das sind sie. Willst du wirklich eine Geburtstagsparty für Felix machen? Mit deiner ganzen Familie? Naja, so wie die im Moment drauf sind. Mein Vater hat Frust, meine Mutter versucht, meinen Bruder auf ihre Seite zu ziehen und mein Bruder ist sauer auf beide. Oh Mann, richtig glückliche Familie, was? Ja. Aber weißt du was? Was hältst du davon, wenn wir beide für Felix ein Geburtstagsfest machen? Mit Mia und Nicole. Ja, das ist eine super Idee. Na los. Und dann, wenn der männliche Samen das weibliche Ei erreicht hat, ja, dann kommt es zur Zellteilung. Aber das hast du bestimmt schon in der Schule gelernt, oder? Ja. Aber nochmal, ich hab das irgendwie nicht so ganz verstanden. Wo kommt der männliche Samen denn jetzt her? Ich meine, du meinst ja bestimmt nicht Samen wie Petersiliensamen oder Schnittlauchsamen oder so. Doch, ganz genau, ja. So. Und dann verstreuen Männer einfach so ihren Samen? Nein! Ja! Ja, nicht einfach so! Mann, das habe ich dir doch vorhin schon erklärt. Du meinst wie bei den Blumen und den Bienen? Ja, genau. Nur, dass am Ende kein Petersilie rauskommt oder eine neue Blume, sondern Baby. Hm? Ach, wie süß. Ja, es gibt ja auch Methoden, das zu verhindern. Du meinst bei den Bienen? Nein, nicht bei den Bienen, Mensch! Das weißt du doch ganz genau, du weißt doch ganz genau, wovon ich spreche. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte man immer ein Kondom drüber ziehen. Hm? Ein Kondom über eine Biene ziehen? Pfui, Paul, das hätte ich nicht von dir gedacht. Nicht über eine Biene ziehen, Mensch! Nicht über eine Biene, sondern drüber, über i... ja. Ja, wo? Ja, wo? Über das männliche Geschlechtsorgan. Der Biene? Quatsch, nicht über die Biene, Mensch! Wenn eine Biene verhüten will, dann... Sag mal, Paul, worum geht's hier eigentlich? Geht's um Bienenzucht oder um mich? Es geht um beides. Nein, natürlich geht's um dich. Dann ist doch alles in Ordnung. Ja? Ja, weil, falls ich mal verhüten will, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus. Wirklich? Ja. Und solltest du mal irgendwelche Fragen haben? Ich bin immer für dich da. Ja. Ciao.
Ciao. Wir können auch die Geschenke in der ganzen Wohnung verstecken, hä? Nico, ich glaube, du verwechselst da was mit Ostern. Ich werde auf jeden Fall einen Kuchen backen. Und Geschenke muss ich auch noch kaufen. Ich habe ihn schon im super Schaukelpferd gekauft. Nico, glaubst du nicht, dass er dafür noch ein bisschen zu klein ist? Oh Mann, das ist überhaupt Wahnsinn. Ein Jahr. Mir kommt's vor, als wäre es gestern. Oh Mann, das war der glücklichste Moment in meinem Leben. Felix, das Beste, was wir je zustande gebracht haben. Ich gehe mal den Kuchen backen. Jenny? Ja? Ich wollte dich noch was fragen. Du bist so bedrückt in letzter Zeit. Hat es wirklich nur mit deiner Familie zu tun oder ist es vielleicht auch... Was meinst du? Wenn es wegen mich ist, dann kannst du es mir ruhig sagen. Oh, Nico. Aber irgendwas stimmt doch zwischen euch nicht. Darüber möchte ich mit dir lieber nicht sprechen. Du brauchst es mir nur zu sagen. Hör mal zu, mein Verhältnis zu Micha geht dich gar nichts an, kapiert? Okay, okay. Ach, Nico. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Oh, ich wollte mich nicht aufdrängen. Nico, ich hab's nicht so gemeint, wirklich nicht. Entschuldige bitte. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Okay, ciao. Wirklich, Sammy, du warst toll. Als ob du dein ganzes Leben schon Sängerin gewesen wärst. Danke. Echt klasse, voll professionell. Danke. Komm schon. Was hast du denn? Sammy, du warst super. Toll hast du das gemacht, Sammy. Sag mal, wer ist die eigentliche Sängerin? Sammy oder ich? Aisha, was soll denn das überhaupt? Das hier sind Freunde von mir und Patrick. Deswegen sind sie so begeistert. Ich finde das total unfair, echt. Anscheinend kapiert hier niemand im Raum, dass es auf die Stimme ankommt und ich auf ein bisschen rumgehampelt vor dem Mikro. Aisha, du bist unfair. Deine Schwester hampelt nicht rum. Sammy macht das echt gut. Ach ja? Es ist aber schon ein Unterschied, ob man die Songs selbst schreibt und sie dann wirklich im Blut hat oder ob man nur so tut, als ob. Ich zapple beim Singen jedenfalls nicht so viel rum, Sammy. Aisha, jetzt beruhig dich mal. Was willst du eigentlich? Erst bekniest du Sammy, dass sie als Playback-Sängerin für dich einspringt und dann passt dir das auch wieder nicht. Patrick, lass mich das jetzt bitte mit Aisha alleine klären, okay? Ich sag, ich lass es nicht zu, dass deine kleine, verwöhnte Schwester dich... Patrick! Tut mir leid, Sam. War ich wirklich so schlimm? Ziemlich unmöglich. Das wollte ich nicht, echt nicht. Ich weiß so, dass du mir nur helfen willst. Ich bin es einfach noch nicht gewöhnt, dass jemand anders als ich mit Oliver meine Songs singt. Ach, schon gut. Ach, wenn es um mich geht, dann flippt Patrick halt manchmal ein bisschen aus, aber genau das ist es doch, was ich so an ihm liebe. Genau wie bei Oliver. Jenny! Stör ich?
Nein, komm rein. Ich war gerade zufällig in der Nähe und da dachte ich, ich komme vorbei. Wegen des Schaukelpferdes. Wegen des Schaukelpferdes? Ja, ich dachte, naja, vielleicht kann ich es gleich mitnehmen. Für morgen, für Felix' Geburtstag. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ist viel zu schwer. Meinst du? Ja, gucken kannst du es ja gerne mal. Ach, Nico. Ist das süß. Ich wollte mich entschuldigen wegen vorhin. Ich weiß, es war nur nett gemeint von dir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich war ziemlich zickig. Hey, ist schon okay. Ehrenwort. Ja, ich muss jetzt gehen. Jenny? Ja? Ach, nichts. Ich muss jetzt wirklich gehen. Nicole hat nicht so viel Zeit, auf Felix aufzupassen. Naja, ist schon klar. Bis morgen. Guck mal, was ich da habe. Einen blauen, einen gelben und einen roten Luftballon. Alle von deiner Oma Gisela. Hm? Und schau mal, was ich für dich habe. Habe ich extra für ihn gewählt. Das ist ja goldig. Vielen Dank, Mia. Darin wird Felix aussehen wie ein kleiner Prinz. Na, hoffentlich. Mit dem Anproben mussten wir immer warten, bis du weg warst. Super. Entschuldigung, Entschuldigung. Klasse. So, Felix, wie wär's jetzt mit einem kleinen Rundritt? Ja? Komm schon. Was? Ja, komm schon. Zack, darauf auf den Gaul. So. Ja, das ist nicht schlecht. Mensch, was machen wir denn jetzt? Also wenn Klaus nicht kommt, dann gehen wir alleine in den Zoo, oder was? Dann muss Klaus halt eben nachkommen. So, sitzen geblieben. Bist du froh? Ich habe auch noch eine Kleinigkeit für die Mutter des Kindes. Für mich? Ja, pack schon aus, für wen sonst? Danke. Oh, mach schon ein bisschen schneller. Ja, Baby. Nico, da steht ja was drin. Für Jenny von Nico. Vielen Dank. Oh, ist das romantisch. Egal, was passiert, Felix wird uns immer verbinden. Unser ganzes Leben lang. Geh spielen, Kleine. Bitte. Was ich dir noch sagen wollte, das mit Corinna neulich, das hast du bestimmt falsch verstanden. Ach ja, das glaube ich aber nicht. Bitte, wirklich. Betty will nicht mit dir reden. Siehst du das nicht? Betty, aber es war doch alles ganz anders. Hast du denn nicht gehört, was Uwe gesagt hat? Also ich finde das, was Sammy da gestern hingelegt hat, das klang auch recht super, oder? Findest du nicht? Ja. Ich meine sogar, Sammy war fantastisch. Hey, ich bin fantastisch. Was erzählst du hier eigentlich? Ach, ich habe nur gesagt, dass du gut singst, sonst nichts. Das war einmal vor Jahren. Jetzt bin ich total außer Übung. Aber irgendwo müsste noch irgendein Tape von mir rumfliegen.
das ich mal vor Ewigkeiten gemacht habe. Guck mal. Hey! Na komm, genau. Wollen wir doch mal sehen, wer hier die Presserin gemassen schneidet. Die oder wir? Nico, kann ich mich mal was fragen? Ja, klar, Mann, schieß los. Also, geht um Betty. Die hängt in letzter Zeit dauernd mit Uwe rum und so. Naja, und letztens ist mir was ganz Blödes passiert. Ich wollte Betty besuchen, aber es war nur diese Frau Bellmann da. Und die meinte dann aus Spaß zu mir: Komm, Klaus, ich zeig dir mal, wie man richtig küsst. Naja, und genau in dem Moment platzt Betty rein. Hey, 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 Klaus zwischen zwei Frauen. Hör bloß auf. Seitdem redet sie nicht mehr mit mir. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, komm schon. Irgendeine Lösung wird sich schon finden. Meinst du, ich habe noch eine Chance bei Betty? Die Chance muss man bei Frauen immer erkämpfen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber eins sage ich dir, Klaus. Wenn du Betty wirklich gerne hast, dann zeig's ihr. Meinst du wirklich? Okay. Ich werde sie direkt mal anrufen. Danke, Nico. Recht guter Tipp. Kein Problem, Mann. Hey! Ah. Was hatte Klaus denn? Stimmt irgendwas nicht? Also, es tut mir leid. Reine Männersache. Ja. Na, wie war's? Haben Sie Betty über die Gesetze der Fortpflanzung aufgeklärt? Ja. Ich weiß nicht, ob das so nötig war. Ich glaube, Betty war ganz gut über alles informiert. Ist doch immer so bei Frauen. Ach ja? Mhm. Als ich 16 war, hat mein Vater mir die Geschichte von den Blumen und den Bienchen aufgetischt. Nein. Und dann? Ja, dann? Dann hat er mitgekriegt, dass ich gerade von einem Kerl nach Hause gekommen war. Nein. Was der für ein Gesicht gemacht hat. So kenne ich sie ja gar nicht. Hallo. Ich dachte schon, du kommst gar nicht. Was ist denn los? Ach, was soll das? Ich hatte das Gefühl, dass ich dir noch was erklären muss. Das mit Corinna, das war nur so zum Spaß. Ist doch dein Ding. Kann doch jeder machen, wozu er Lust hat. Ist schließlich eine freie Welt. Klar. Du bist ja auch mit Uwe zusammen und kannst... Ich kann machen, wozu ich Lust habe, ganz genau. Claro. Wenn du lieber mit einer Oma rummachen willst, bitte von mir aus. Das ist voll okay. Ich find's auch total okay, dass du mit diesem Angeber Uwe zusammen bist. Dieser Scheißkerl. Ärger? Eine Karte von Micha. Von Micha und seiner Frau Elvira. Und seiner Frau? Dieser Lügner, dieser Feigling, dieser Dreckskerl. Schick mir eine Karte aus dem Familienurlaub. Als verliebte Grüßen. Und mir hat er gesagt, er fährt alleine weg. Er sagt, er braucht Ruhe, um herauszufinden, wo er steht. Um sich über die Beziehung zu mir klar zu werden. Und ich? Ich blöde Kuh, ich glaub's ihm auch noch. Und dabei war es in Wirklichkeit ein Versöhnungsurlaub mit seiner Frau. Und ihr hat ihm wahrscheinlich erzählt, dass es mit mir nur eine Episode war. Ich habe nicht geglaubt, er liebt mich. Ja, dann ist ja wohl alles in Ordnung. Jeder macht, was er will. Gehen wir, oder? Meinetwegen. Also, ciao. Ciao. Klaus! Warte!
so. Was ich noch sagen wollte. Magst du einen Kaugummi? Klar. Du hast echt einen super Geschmack. Das bleibt wie es war.